Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daily Dose of Space Engineers. Ja, das habt ihr nicht erwartet, wa? Nach viel Unterhaltung mit Lucas und mit seinem Team um den Modular Encounter Spawner habe ich den Fehler gefunden. Es lag an einem Plugin. Ich nutze mittlerweile ja das Performance Fix Plugin, was mir eine deutlich bessere Performance bietet. Dieses war allerdings nach dem Warfare 2 Update ein bisschen kaputt, weil da ist nämlich ein Thruster Fix drin. Dieser wurde soeben gefixt. Also es ist relativ spät abends, aber er ist gefixt, das heißt, ich kann das aufnehmen. Nice. Ich habe heute, um jetzt sehr produktiv zu sein, einen Plan. Der Plan ist wie folgt. Die Jumper ist ja an sich flugfähig, es fehlt im Grunde nur noch ein Gyroskop. Die restlichen Blöcke sollte ich soweit geschweißt haben. Das Gyroskop, beziehungsweise das fehlt ja nicht, das muss man ja nur noch fertig schweißen. Das heißt, ich kann den Projektor mal entfernen. So. Um den Projektor zu entfernen, dann will ich die ein bisschen preppen. Das Survival Kit ist noch nicht fertig, weil ich, im Ernst, ich wollte jetzt nicht über Gestein so viel Nickel erzeugen, dass ich an alles rankomme. Warum sind die da nicht drin? Ich habe jetzt... Moment, was habe ich denn jetzt hier für Waffen drauf? Ich habe die... Orks, Ravager Attack Ship. Und es fliegt. Ist das nicht schön? Das ist mega. Ich habe Gatlings, ich habe interne Geschütztürme, ich habe die Assault... Ist es eine Assault Cannon oder habe ich da... Ja. Okay, das heißt, ich will die Jumper mit Munition ausstatten. Für den Fall der Fälle. Ammo. Ich hätte gern ein bisschen mehr... Oh, kann ich Munition produzieren? Sag mir bitte, dass ich Munition... Nein, ich brauche Nickel dafür. Okay, mehr als die 14 Kisten kann ich also im Moment nicht... Doch, klar, ich kann das Zeug aus den Gatlings mitnehmen. Solange ich nicht da bin, wird nichts angegriffen. Und ich kann ja Nickel mitbringen. Also, das sind immerhin 44 Kisten. Dann ist die Jumper damit ausgestattet. Haha. Und die Assault Cannon Shells. Tun wir 20 an Bord? Die wirft er wieder nicht raus, das war klar. Prima, dann ist das erledigt. Dann nehme ich mit, weil ich natürlich nicht mehr weiß, ob ich an meiner Mining Base was zu essen und was zu trinken habe. Nehme ich natürlich was zu essen und was zu trinken mit. Genauso wie... Moment, habe ich da drüben schon Kobalt? Doch, das hatte ich gefunden. Das Uran will ich in die Jumper werfen, dass die Strom hat. Ich will Essen mitnehmen und... Ich will noch ein bisschen Trinken mitnehmen. Den Rest kann ich ja hier weiter produzieren. Magnesium habe ich drüben. Und, nicht 100 Kilo. Ich würde gerne eine Tonne Silber mitnehmen, weil ich nicht weiß, ob ich an der Mining Base Silber habe. Dann karre ich das ganze Zeug darüber. Das ist zumindest mal so der Plan. Und, wenn der Ork abhaut, bringen wir nachher das ganze Uran mit. Weil da liegt ja das ganze Uranerz noch an der Mining Base. Und die Jumper ist definitiv dazu geeignet, Zeug zu transportieren. Allerdings muss in die dann vorher ein bisschen Wasserstoff rein. Oh nein, da muss Wasserstoff rein. Okay. Wo kriege ich jetzt schnell etwas Wasserstoff? Hier steht doch Wasserstoff. Das sind zwei große Small Grid Tanks. Das sollte zumindest für... Notfälle reichen. Das heißt, ich parke jetzt das Ding. Hier ganz am Rand. Oh Mann. Das kann ich mit der Jumper hier andocken und kann hier den Wasserstoff rausholen. Hier Eis reinwerfen, dass es wieder tut, ist ja absolut easy. Das ist ja gar kein Problem. Was muss noch in die Jumper? Nix. Also ich wüsste nix. Oh doch, ich brauche natürlich noch Kleinmunition für die Interior Turrets. Habe ich vermutlich genau gar nichts da. Und die kann ich die produzieren? Brauche ich auch Nickel. Okay, also kann ich nicht produzieren. Das heißt, wir schnappen jetzt die Jumper.
Oder docke ich jetzt das Ding einfach vorne an die Jumper an und mache sie leer bis auf ein kleines bisschen. Ja, ich denke, das ist die einfache Variante, das kleine Schiff zu bewegen. Okay. Kriege ich das ohne Explosionen hin? Das weiß auch niemand. Das ist der Hund. Der kam gerade vom Gassigehen zurück. Okay. Verbunden. Das ist verbunden. Und dann mache ich jetzt an dem Tank einfach Stockpile. Sog mal alles leer. Hallo? Wird das auch leer? 30%. Ja, ich sauge jetzt alles in einen Tank rein. Und den hier disconnecte ich dann nur. Ja, den disconnecte ich nur und lasse ihn dann da runterfallen. Wie kriegt man hier rein? Hallo? Bildvision? Bildvision hat heute keine Lust auf mich. Nee, Bildvision hat halt echt keine Lust auf mich. WTF. Ja, das sehe ich ja gleich. So, bist du leer? Muss ich halt so reingucken. Ja, die sind leer. Okay, das heißt, ich disconnecte jetzt. Huch, connecte wieder. Und steht das Teil hier, ist verriegelt und hat halt keinen Wasserstoff mehr. Ich werde die Jumper nicht auf Wasserstoff fliegen im Moment. Weil wegen, ich habe ja jetzt nicht viel. Es ist ja nur für beladen zurückkommen. Okay, das Silber habe ich an Bord. Ich habe Munition an Bord. Das Uran liegt in der Montageanlage. Das ist nett. Oh, ich wollte hier noch ein Schild, ne? Ah, kann ich vermutlich nicht produzieren, weil ich kein Nickel habe. Das heißt, ich muss Platin mitnehmen. Oder zumindest das, was ich für Schildkomponenten brauche. Oh, da brauche ich kein... Wait a minute. Wo habe ich die Schilde? Small Shield Generator. Der ist so groß, dass ich für ihn im Moment keinen Platz habe. Den kann ich hier unten drunter werfen. Den muss ich zwar dann noch einpacken, aber den kann ich hier drunter werfen. Da brauche ich... Wow, vielleicht kann ich den produzieren. Vielleicht kriege ich den produziert. Das wäre cool. Da habe ich zumindest ein bisschen Schild für den Fall der Fälle. Mit dem Schiff werde ich vermutlich überrannt. Ja, die Shield-Components brauche ich. Okay, produziere die mal. Sorry, ich muss gerade den Hund streicheln. Sonst heult der. Und der kriegt jetzt noch was von mir. Feiner Hund. Komm schon, produziere meinen Stuff. Du sollst nicht das, du sollst erst die Shield-Components produzieren. Die brauche ich jetzt. 5. Ha, hab alle. Basic Schild. Nice. Wir haben Basic Schild. Der muss jetzt zwar noch laden und ich habe da noch kein Display für, dass er was anzeigt, aber ich habe ein Basic Schild. Das heißt, ich muss jetzt hier rein. Dann, wow, ich habe 3% Wasserstoff. Die sind alle aus. Die Atmotriebwerke kann ich ausmachen. Das ist okay. Moment, den Reaktor muss ich anmachen. Weil ich brauche ein bisschen Strom. Dann entparke ich den Klops. Mach die Trägheitsdämpfer an. Ist echt nicht so schnell rein Ionen betrieben.
aber ich kann mich Richtung Umschlagbase bewegen. Come on! Weil das Schöne ist, mit der Jumper kann ich dann auch problemlos auf den Mond, weil die ja im Grunde eine mobile Minibasis ist. Oh Mann. Warum tut das nicht? 30 Kilometer bis zur Umschlagbase. Komm schon. Oh nein. Oh nein, ich habe ein Sauerstoffproblem. Ich habe vergessen, Sauerstoff mitzunehmen. No! Okay, so nah wie möglich an die Umschlagbase. Solange ich noch lebe. Ja, ich weiß. Boost. Boost. Ich werde gleich sterben. Jupp, ich bin tot. Aber sie bewegt sich Richtung... Das ist richtig. Okay. ich brauche schnell 14 Tonnen Nickel. Ist das nicht schön? Ich brauche kurz schnell Wasserstoffflaschen. Nee. Eine Wasserstoff und zwei... Nein. Eine Wasserstoff und zwei Sauerstoffflaschen brauche ich schnell. Hallo? Ich habe kein Silizium. Das ist jetzt alles ein ganz, ganz schlechter Witz. Dass ich hier keinerlei... Ich habe hier doch Silizium. Assembler. Du bist voll. Das ist ein Problem. Jetzt tut er was. Okay. Jetzt tut er was. Nice. ja, die sind jetzt leer. Tank. Wasserstofftank. Und dann haben wir auch irgendwo einen Sauerstofftank. Und dann kann ich Richtung Body Location boosten. So schnell wie ich kann. Sind ja 25 Kilometer. Wow. Dangerous Encounter. Heiner. Der ist gefährlich nah an meiner Umschlagbase. Das gefällt mir nicht. Na, 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 na. Das war echt nicht der Plan. Ich habe vergessen, Sauerstoff mitzunehmen. Ich hätte mehr Sauerstoff mitnehmen sollen als die zwei Flaschen. Ne? Ich sollte definitiv... ich glaube, das werde ich an der Umschlagbase kurz machen. Den Verbinder vorne an der Jumper durch einen... den Verbinder der Jumper durch einen Bohrer ersetzen. Und dann kann ich mit der nämlich eine Menge Eis bohren. Und dann mache ich halt aus Eis jetzt ein bisschen Sauerstoff. Mein Gott, ich habe ja Eis hier auf meinem Asteroiden. Und dann können wir mit der Jumper... Was brauche ich in erster Linie? Ich werde nochmal ein bisschen Magnesium mitnehmen. Einfach weil, because Magnesium. Und das Uran. Und dann zurück zur Orbitalbase. Ich denke, das ist ein Plan.
Body Location. 3 Kilometer. Boah, ich hoffe, das geht nicht schief. Ich sehe sie. Ich sehe sie, die Jumper. Wow. Ich war viel zu schnell. Ich war viel, viel, viel zu schnell. Na komm. Auf geht's. Ich habe noch eine Flasche Sauerstoff. Ja, ich sollte mich... Ich war schon wieder zu schnell. Das ist ein schlechter Witz. There we go. Ach stimmt, die hat ja künstliche Gravitation. Ha. Wie konnte ich das nur vergessen? Okay. Ein bisschen Boost. Muss sein. Und dann bewegen wir uns Richtung Umschlagbase. Die sehe ich ja Gott sei Dank von hier aus. Hm. Schon schön, also ich gebe es mal ehrlich zu, das ist schon schön, die Jumper wieder zu fliegen. Mal im Ernst. Wie schnell sind wir denn? 120, ja, ich denke 120 ist eine Geschwindigkeit, die ist okay. Mach mal kurz ein bisschen GPS-Punkte aus. Brauche ich nicht. Kann ich nachher nochmal anmachen. Brauche ich nicht. Ja. Umschlagbase. Nee. Ich habe halt nur 2% Wasserstoff. Das ist alles ein bisschen eng. Ich habe noch ein bisschen Sauerstoff da. Oh nein. Ist mein Körper ernsthaft... Huch. Nein. Ist mein Körper ernsthaft despawned, bevor ich im Schiff war? Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ich habe kein Werkzeug mehr. Das ist blöd. Das ist blöd. Wieso... Ist das eine Montageanlage? Weil die Montageanlage versucht, Dinge zu produzieren. Nice. Jetzt nicht mehr. Komm schon. Ich muss dringend gucken, dass ich an ein bisschen Wasserstoff komme. Dass ich ein bisschen mehr auf Wasserstoff fliegen kann. Oder sollte ich eher... Fliege ich die viel atmosphärisch? Wahrscheinlich nicht. Ja, doch später dann, ne? Wenn ich... Ich will ja unbedingt die... Wo sind sie denn? Die anderen Planeten? Da. Ich will ja unbedingt die anderen Planeten erkunden. Also vor allem die kleineren, aber auch den großen. Oh, sag bloß, mir reicht schon wieder der Sauerstoff nicht. Das wäre jetzt echt nicht cool. Ja, mir reicht schon wieder der Sauerstoff nicht. Ja, ich werde schon wieder sterben. Das ist, wenn man mit dem Sauerstoff nicht vorausplant. So, kurz bevor ich sterb, mache ich den... die Trägheitsdämpfer an. Also jetzt. Diesmal bin ich deutlich näher an der Umschlagbase. Hey. Body Location. 4 Kilometer. Immerhin. Manchmal bin ich schon ein bisschen ein Held, ne? Aber natürlich habe ich jetzt keinen Sauerstoff mitgenommen. Oh. Was ist dieses Intelligenz? Braucht man das? Ich bin der Beweis. Nein.
Geht auch ohne. Okay, jetzt schnell das Schiff Richtung Base bewegen. Solange ich noch Sauerstoff habe. Oder zumindest mal deutlich näher. Oh, Body Location. Ich sollte die Flaschen einpacken. Die heißt ja im Moment nicht mal Orbital Jumper. Das müssen wir auch ändern. Umschlagbase, 600 Meter. Komm, schnell, Sauerstoff auffüllen. Ich schaff das, bevor ich tot bin. Vielleicht. Wow. Komm schon. Ja, ich hab's geschafft. Nice. Okay, füll das mal auf. Und dann brauche ich als allererstes einen Bohrer. Oh nein, ich brauche als allererstes Werkzeug. Oh, damn. Hatte ich... Ich habe hier noch Munition, das ist ganz gut. Okay, ich habe noch Essen, das ist gut. Und ich habe auch noch Silber. Das heißt, ich kann mir zumindest einigermaßen gutes Werkzeug herstellen. Das ist wichtig. Production. Machen wir mal vorübergehend Stufe 2 Werkzeug. Einfach, dass ich's habe. Jo, produziere das mal. Und dann hole ich mal meine... Oh nein. Ich habe da gerade etwas vergessen. Ist das die Jumper? Nein, das ist definitiv nicht die Jumper. Ah, ich sehe sie. Weil die Sonne drauf scheint. Die Jumper hat keinen Marker. Logischerweise. Ich sollte der zumindest... Ich verpasse hier keinen Beacon. Weil dann locke ich wieder nur Scheiße an. Das will ich vermeiden. Halt. Boah, das ist dieses Jetpack. Das macht mich manchmal wahnsinnig. Come on. Hallo Jumper. So, jetzt können wir mit dir mal richtig nah an die Orbitalbase ran. Nicht an die Orbitalbase, sondern an die Umschlagbase. Machen mal die Triebwerke aus. Okay, nur auf Ionen ist sie wirklich, wirklich langsam. In meinem Ernst. Zwei Ionentriebwerke sind für 545 Tonnen. Okay. Aber mehr auch nicht. Ich habe noch 1% Wasserstoff. Okay. Ich brauche dieses Eis. Oh, hatte die Jumper einen... Nein, die hatte keinen Arztdetektor. Das heißt, ich muss vorher gucken, wo das ist. Wo dieses Eis ist, bevor ich mit der... Weil das baue ich mit der direkt ab. Sinnvollerweise, wenn ich das 20 Mal hin und her karre. Das ergibt ja doch wenig Sinn. Halt mal an. Genau. Yay. Meine... Jumper ist hier und ich muss nicht nochmal sterben. Sagt man, dass ich nicht nochmal sterben muss? So. Gib mir mal das... Gib mir mal dem Werkzeug. Und mach mal... ein paar Stahlplatten. Nein, mach nicht einfach so Stahlplatten. Mach einen... einen Large Grid Drill. Genau. Produziere den mal. Machen wir das so. So. Werkzeug. Habe ich noch den normalen
Bohrer. Ja, habe ich. Drill. In dunkelgrün? Nein. Gewiss nicht. Ich hätte den gern in genau dieser Farbe. Vorher machen wir aber den Verbinder weg. Aha. Bohrer. Oh. Der Bohrer ist... kann ich mit dem so überhaupt bohren? Nein. Nein, kann ich nicht. Oh Mann. Ich muss das anders machen. Ich muss ein, zwei Förderleitungen hinmachen. Dass ich mit dem Bohrer überhaupt an irgendwas rankomme. Okay. Gib mal Stahlplatten. Und gib mal... Gib mal... Du produzierst noch. Gib mal noch interne Panzerung. Nein, nicht die Motoren. Die internen Panzerungen. Okay. Das heißt, wir platzieren vorher. Drei Förderleitungen. Dann den Bohrer. Das sollte für ein bisschen Eis ausreichen. Zwei, drei, vier. Machen den ersten Bohrer hier raus. Und dann bauen wir mal das. Okay, was produzierst du noch? Jetzt lasse ich das mal so. Und gib mal das in Produktion, was ich jetzt auch brauche. Ja, hier ist nämlich das meiste jetzt schon fertig. Na, da nicht. Okay. Und dann muss ich nachher gucken, wo das Eis ist. Wenn ich halt den halben Cargo-Container von der Jumper voll mache mit Eis, dann... Ja, ich bräuchte für das ganze Uran auch einen Verbinder, ne? Nee, komm, dann schmeiße ich nur das Uran, was ich noch hier habe, in den Reaktor. Genauso wie die Munition. Und die Munition packen wir in die Dings. Das andere habe ich da. Ich habe doch da noch, genau, 50 Kilo Uran. Zwei Motoren. Alles entnommen. Nice. Bohrer fertig. Fertig. Fertig und fertig. Dann kann ich das Zeug hier reinwerfen. Halt die Munition. Schmeißen wir gleich in die internen Geschütztürme. Zumindest so viel, wie ich habe. Habe ich zumindest mal ein bisschen was bewaffnet. Auch nice. So. Dann brauche ich noch... ich muss noch wissen, wo das Eis ist. Moment. Das kann ich doch so kurz suchen. Oder zeigt er mir das an? Eisen. Eisen. Ich weiß, hier war irgendwo Eis. Gold. Zumindest war ich der Überzeugung. Doch einen Arztdetektor dran machen. Ja, komm. Sollte sie vermutlich eh einen haben. Weil, ja. Ja, komm, klatsch mal hier ins Schild. Scheiß drauf. Machen wir halt auch da einen Arztdetektor ran. Ist ja kein Mining-Schiff, aber da ich die Mondbase will. Und dafür am besten mit der Jumper hinfliege, weil die halt, ne? Eignung und so. Dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn sie auch einen Arztdetektor hat. Produzier fleißig.
Produziere schneller fleißig. Bitte. Iss mal was. Und trink mal was. Schneller. Danke. Was? 190 Kisten Munition. Ach stimmt, ich hatte ja die Corrupt-Drohnen gedingst. Tja. Dann würde ich mal sagen... Oh, der Rest ist 90 Kisten Munition. Dann nehmen wir da auf jeden Fall noch ein bisschen was mit. Dann ist die Jumper zumindest mal mit Dingen ausgestattet. Man bräuchte kein Magnesium mitnehmen. Nehmen wir nochmal 50 mit. Dann muss ich da wenigstens nicht so schnell danach gucken. Hey, Erzdetektor. Range. Ja. Wirf den Rest mal da rein. Hat die Jumper... Doch, die hat einen O2H2-Generator. Ganz, ganz sicher. Wait, what? Warum ist die leer? Mein Reaktor ist an. Der ist an. Oh. Ja. Jetzt läuft der Reaktor. Ich hatte Use Conveyor System aus. Eis. 155 Meter. Dann bewegen wir uns mal um den Blob hier rum. Und gucken mal, ob wir mit dem Schiff auch ans Eis rankommen. Eis ist im Asteroiden. Moment. Moment. Oh, ich hatte sonst keinen Asteroiden mit Eis, ne? Doch. Uran. 2,7 Kilometer. Dann nehmen wir den. Weil, ne? Und ich habe natürlich wieder nicht meine Sauerstoffflaschen vorher aufgefüllt. Samhaar. Aber ich habe genug, theoretisch, um bis ans Eis ranzukommen. Wieso tut ein Wasserstofftriebwerk nicht? Jetzt mal im Ernst. Was ist da beschädigt schon wieder? Ja, das Eis ist außen dran. Mega! Okay, und jetzt nicht sterben. Komm. Bau was ab. Bau was ab. 4 O2H2-Generatoren. Die sind alle an. Health low. Health critical. Nein, ich bin gestorben.
Ich hatte gerade meinen Sauerstoff aufgefüllt. Nein. Und ich habe natürlich das Zeug für Ding immer noch nicht produziert. Mein Hirn. Was ist mit meinem Hirn gerade los? Das ist wirklich gräuslich. Okay, sei mal kurz so gut. Lieber Assembler. Und mach mir 3 Medical Components. Und sicherheitshalber nochmal ein Schweißgerät. Die nehme ich jetzt mit. Zwei Flaschen Sauerstoff. Schweißgerät. Ich hoffe, ich bin dieses Mal schnell genug, bevor mein Body delocated. Jetzt habe ich ja zumindest dann Sauerstoff an Bord. Und theoretisch ist die Jumper ja luftdicht. Theoretisch. Mann. Bei mir läuft. Depressurize off. Du hast einen Airleak. Oh, hier ist ein Block nicht fertig. Jetzt nicht mehr. Ich habe Sauerstoff hier drin. Und mein Tank sollte sich füllen. Füllt sich nicht mehr. Aber ich kann zumindest weiteres Eis abbauen. Dass er in der Lage ist, sich selbst ein bisschen zu fuelen und auch Sauerstoff zu produzieren. Auch wenn die Bohrer, Gottes Willen, sind die Vanilla-Bohrer in Large Grid echt so ineffizient. Das ist ja schlimm. Jetzt bauen wir hier mal eine ganze Menge Eis ab. Komm, bau das ab. Ich denke mal, so 150, 200 Tonnen wären schon sinnvoll, eher mehr. Bau mehr Eis ab. Okay, wie viel Eis haben wir? Nicht so viel. Okay, der ist wirklich sehr ineffizient. Geht das ganze Zeug hin, das ich einsammle? Das frage ich mich gerade. Weil ich sammle ja jetzt nicht wenig Zeug ein. Liter sind jetzt belegt. 14.000. 16, 17, 16. WTF? Wo geht das alles hin? So schnell. Jetzt weiß ich, was ich nicht gemacht habe. Mein Survival-Kit-Geschweiß. Okay. Ja.
Bildinfo, Bildvision tut nicht mehr. WTF? Card Execution Dings. Kann ich das mal... Recompile. Okay. Now he has some... Stuff. Okay, das Eis ist schon fast wieder verbraten. 1,5%. Sauerstofftanks 2,1% jeweils. Sauerstoff ist so ineffizient. Mal im Ernst. Mach mal da ein bisschen das Gestein drumherum weg. Bitte. Und bau mal eine Menge Eis ab. Dann gucken wir mal, dass da ein bisschen was rüberkommt. Im Ernst, da kommt direkt Eisen drunter. Okay, dann muss ich mit dem Eis leben, das ich habe. Gucken wir das mal. So viel wie möglich Sauerstoff noch rauskriegen. Da fliegen wir relativ zeitnah zum Mond. Oder ich fülle einfach... Ich habe doch meine Sauerstofffarmen. Ne? Wenn ich das, was die Sauerstofffarmen in die Sauerstofftanks getan haben, zumindest einen Teil davon hier rein tue, habe ich theoretisch genug Sauerstoff, um eine Weile klarzukommen. Weil so ein Small Grid so ein Large Grid Sauerstofftank, da passt ja schon einiges was rein. So. 115 Tonnen Eis. Was sagen die Sauerstofftanks? 3,5% jeweils. Die Wasserstofftanks 4 und 2%. Okay. Dann belasse ich es jetzt einfach mal dabei. Und nein, ich habe jetzt noch nichts geladen. Exiled Engineer. Nett. Und dann fliegen wir nochmal zurück zur Orbitalbase. Ja, wir fliegen zurück zur Orbitalbase. Oh Mann. Boost. Genug Boost. Ich nutze den Wasserstoff jetzt nur für kurze Boosts. Na. Sind ja nur noch 32 Kilometer bis zum Ziel. Süß Umschlagbase, bis gleich. Bis nachher, bis später. Achso, ich sollte jetzt auch... Na, an der Orbitalbase habe ich das, habe ich den Miner. Weil der Path Auto Miner sollte ja auch wieder funktionieren. Dann lasse ich den Eis abbauen und binde die Jumper an der Base an. Dann kann die da in Ruhe tanken. Ich denke, das ist ein Plan. Dann kann die in Ruhe tanken. Ja. Das ist ein guter Plan. Im Ernst. Wo sind eigentlich... Wieso verliere ich immer die Orientierung zu den anderen Planeten? Sag mir das mal einer. Die sind über mir. Also, aus Ausrichtung, die ich jetzt bin. Okay. Aus Ausrichtung Orbitalbase. Drehen wir uns mal.
sind sie rechts. Das ist wichtig. Umschlagbase. Orbitalbase. Ich finde es, also mal im Ernst, ich finde es richtig gut, wie wir so vorankommen. Im Ernst. Ich bin ein bisschen... Na komm, 137 Meter pro Sekunde. Ich habe ja Wasserstoff zum Bremsen. Ich denke, das ist... the point. It's an orbital base. Nein, ich sollte nicht singen. Ja, und die Mondbasis. Das ist nämlich so ein anderer Punkt. Was? Wait. Roter Marker. Ah! Roter Marker in Flugrichtung. Bremsen? Was? Wait a minute. Da ist mein GPS jetzt im Weg. Ich kann nichts sehen. X. Oh. Die schon wieder. Zeta 6 Orbital Defense Outpost. Sag mal, willst du mir gerade sagen, jetzt mal im Ernst, willst du mir gerade sagen, dass ihr... nein. All Blocks. Wo sind meine Waffen? Wo ist meine Assault Cannon? Control. Willst du mir gerade sagen, das ist meine Orbitalbase? ich bin gerade überfordert. Das ist da, wo meine Orbitalbase ist. Das ist nicht gut. Okay, zur Umschlagbase bewaffnen und zurückholen oder so? Keine Ahnung. Zur Umschlagbase bewaffnen und zurückholen. Oh Mann! Habe ich an der Umschlagbase habe ich theoretisch genug Zeug. Ich habe zwar kein Platin. Doch, ich habe Platin da. Okay, dann könnte ich der Jumper deutlich mehr Schild verpassen. Und dann hole ich mir meine Base halt mit Gewalt zurück. Was soll die Was soll die Scheiße? Umschlagbase. Du musst mir jetzt das Leben retten. Ja. Die haben meine Orbitalbase. Oder, nee, da stand Orbital Defense Installation. Das heißt, die haben entweder eine... Was? Brems. Boah, das ist jetzt ein ganz, ganz mieser Witz. What? Invasive Drone... warte, was? Okay, ab zum Mond. Die haben beide meine Basen übernommen. Was soll denn die Scheiße? Invasive Drone Deployment Base. Okay, lass mal nebenher gucken. Shield Generator. Er ist voll geladen. Er ist voll geladen. Das ist sehr gut. Das Schild ist voll geladen. Crazy. Also besonders crazy, weil ich gerade echt nicht weiß, was ich jetzt tun soll. Die haben ja alles weggenommen. Also sie haben wirklich alles weggenommen. Mir reichen zwei Sauerstoffflaschen. Und mir reicht auch übrigens ein Schweißgerät. Hirn.
Hirn, hilf mir. Ich brauche jetzt eine Eingebung? Warum schmeißt du das Uran immer wieder in die Montageanlage? Tu es in den Reaktor. Dammig. Wow, ich habe 67 Kilo Nickel. Oh nein, ich wollte Nickel mitnehmen. Okay, ich muss zum Mond. Jetzt machen wir was anderes. Ich will nicht so viel Sauerstoff verbrauchen. Depressurize on. Sog mal hier die ganze Luft raus. Mach hier die Tür zu. Und depressurize off. Nicht? Hallo? Room pressure. 61%. Vent not working. What? Warum? Also mein Vent. Wow. Der Asteroid kommt mir nah. Ich habe mein ganzes Eis verbraucht, ne? Sauerstofftank. Knapp 14.000 Liter Sauerstoff. Das reicht ein bisschen. Okay, ich reise mal bis zum Mond. Ich vermute, da werde ich einen Teil sogar rausschneiden. Stunden später. Ja, wir sind demnächst da. Ich denke mal, es ist nicht mehr weit. Ich bin eine ganze Ecke unterwegs. Und unterwegs war genau nichts. Gar nichts. Außer ein paar Screenshots. Ich habe ein paar Screenshots gemacht. Die Ding ist... Ja, ich muss auf dem Mond eine Base bauen. Eine Base... Was mich wundert, wie konnten die meine Base... Wow, warum Schatten? Weil da ein Asteroid war, okay. Wie konnten die meine Base einnehmen, obwohl ich Waffen habe? Das heißt, die konnten... Entweder haben sie meine Waffen zerstört, oder haben sie meine Verteidigungssysteme umgangen. Andere Lösung wüsste ich jetzt nicht. Ich gucke immer wieder bloß, das ist eine Service-Plattform, ja. Ich gucke immer wieder bloß, ob irgendwas, ne, Exploration Enhancement Mod-mäßiges ist. Dann könnte ich zumindest vielleicht handeln und mir so Zeug erkaufen, das ich jetzt nicht in Mengen habe. Weil ich bin ja auch uranseitig etwas begrenzt. Essen, Trinken habe ich für den Moment genug. Ja, okay, ich habe 79 Kilo Uran. Oh, lass mal kurz, warte, was? Oh, nice. Der ganze, oh Gott, das werden immer mehr. Der ganze Mond ist voll. Der ganze gesamte Mond ist voll mit den Dingern. Okay, wo gehen wir? Nein, die Frage ist nicht, wo gehen wir hin, sondern wie lange brauchen wir dahin? Okay, das heißt, wir müssen weiter weg. Das ist... Boah, Leute. Ja, die haben mich hier nicht umsonst abgesetzt. Mal im Ernst. Die haben mich nicht umsonst hier auf Omicron abgesetzt. Okay. Gebt euch das. Gebt euch das. Das ist nicht feierlich. Das ist echt nicht mehr feierlich. Ich tue irgendwie einen Screenshot hin. Weil das sieht man nicht jeden Tag. Oh boy. Oh boy. Okay. Das heißt...
Wir haben einen... Ja, der da oben... den Großen, den traue ich mir nicht. Das kann sein, dass es ein Gasriese. Gasriesen sind doof. Weil die haben in der Regel sehr hohe Gravitation. Ich glaube, da kann die Jumper nicht landen. Ich denke, wir sind auf Planeten sicherer. Und dann muss ich mich... Ich muss mich neu aufbauen. Wir brauchen was Kriegsfähiges. Wenn die Krieg wollen, dann sollen sie Krieg haben. Ja, macht mir es noch schwerer. Das sind... Ich bin 218 Kilometer von meiner Base weg. Ich bin überall von den Typen umgeben. Überall. Okay. Und bis dahin drehe ich mich jetzt in die Sonne. Weil das wird so schon schwer genug. Oh damn, ich fliege nicht mal Richtung Planet. Moment, müssen wir korrigieren. Und damit fliegen wir jetzt Richtung Planet und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und ich sag bis morgen. Komm, machen wir so ein. Und dann macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.